wenn die Mannschaften dann hier Aufstellung genommen haben. Bitte auch alle hierher zu kommen und dann nochmal gemeinsam diesen Abend zu beenden. Hallo, an alle, hallo, hallo, der Jan, die soll dann aufkommen. Ja, Wanda, komm mal her. Ihr seid eh eine Mannschaft, bleibt zusammen, auch wenn ihr frei gespielt habt. So, da ich annehme, dass die anderen dann nicht mehr erscheinen, meine ich, dass wir jetzt loslegen sollen mit der Siegerehrung. Also fünfter Platz mit 29 Punkten, die Killersterne. Ebenso fünfter Platz mit 36 Punkten, die Treppenlifter, gleichzeitig mit zwischen Platz 1 und 3. Mit 39 Punkten fünfter Platz Torfabrik. Ja, 43 Punkte, fünfter Platz, Alte Säcke. Alte Säcke. Mit 47 Punkten Junggesellenverein 2. Mit 64 Punkten wir hätten Spanien geschlagen. Siebenundsechzig Punkte, Anale Grande. Was ist denn mit Zahl? Was ist denn mit Pingpong? Was ist denn hier? Mit 69 Punkten. Mit 69 Punkten gleichzeitig Pingpong und Meistermacher. Einundsiebzig Punkte und vierter Platz. Und vierter Platz jetzt, der wird extra gezählt. 71 Punkte, UGL. Sehr schön, sehr, sehr schön, sehr gute Stimmung. Jetzt kommt der dritte Platz, den wir dann als deutsche Mannschaft morgen hoffentlich erreichen.
bei der Weltmeisterschaft mit 76 Punkten. Mit 76 Punkten Junggesellenverein 1. Zweiter Platz und als Preis ein Meter Getränk, je nach Alter, mit 84 Punkten das Team Feinkost Schäfer. Der Sieger unseres heutigen Turniers mit 87 Punkten souverän, Platz 1, Döner Mafia. Einsatz Trikot. So, Uwe, übernehmen wir das Mikrofon und mach das Ganze mal zu Ende hier. Ja.